Na, was ist? Glauben Sie, das reicht für die Presseleute? Das ist noch viel zu gut. Tom, sehen Sie mal nach, wie das ist. Ich muss mich noch fertig schminken. Und sind Sie so nett und bringen das hier zurück? Aber ja doch, Nora. Danke, mein Lieber. Sie wünschen? Inspektor Columbo, ich möchte zu Miss Chandler. Werden Sie erwartet? Ich glaube nicht, aber ich bin dienstlich hier. Oh, Sie ist noch nicht ganz angekleidet. Und sie muss gleich zu einer Pressekonferenz. Ich werde Sie bestimmt nicht stören. Ich warte einfach im Wohnzimmer. Haben Sie vielen Dank. Miss Chandler? Ja? Inspektor Columbo. Was gibt es denn? Nichts Wichtiges. Ich wollte Ihnen nur vom neuesten Stand der Ermittlungen berichten. Das ist sehr entgegenkommend von Ihnen, Inspektor. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Dürfte ich vielleicht Ihr Telefon für ein Stadtgespräch benutzen? Aber ja, natürlich. Nur zu, Inspektor. Hallo, ich bin's. Ist sie da? Warum muss ich jeden Tag einkaufen gehen? Hast du eine Ahnung, wo ich im Augenblick gerade bin? Jetzt wird nicht frech, George. In Nora Chandlers Bungalow. Was machst du? Ist nicht dein Ernst. Wie heißt du denn? Davon habe ich noch nie gehört. Auf welchem Kanal? Danke, George. Gesehen hat. Die Straße war so dunkel, jeder würde glauben, dass es Charles war. Philipp, bist du auch sicher, dass wir das Richtige tun? Wann kann ich dich sehen, Darling? Philipp, ich kann so nicht weitermachen. Wie bitte? Du fährst heute Abend? Aber ich dachte, wir fahren zusammen. Du hast es versprochen, Philipp. Philipp, bitte leg nicht auf. Nein, aber nicht doch. Oh, Darling, du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Wie soll ich es dir denn noch beweisen, wenn Charles rausfindet, dass ich das Geld habe, dann... Inspektor Columbo? Ich bin hier, Miss Chandler. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Ihren Fernseher benutze. Ja, was soll ich denn noch? Da haben Sie mitgespielt. Oh, nein. Ich hätte diesen Film nie gesehen, wenn George mir nichts davon gesagt hätte. Das kannst du unmöglich verlangen. Ist er nicht furchtbar? Er hat mir schon damals nicht gefallen, als wir ihn gedreht haben. Ich fand ihn aber sehr interessant. Entschuldigen Sie, ich habe gleich eine Pressekonferenz. Und außerdem drehen wir heute Nacht. Oh, wenn es Ihnen nichts ausmacht, komme ich einfach mit und wir reden unterwegs. Ja, ist das okay? Ja, gut. Dieser Philipp da, hat er Sie am Ende des Films betrogen? Ah, Sie haben ihn doch gesehen. Nein, nein, da bin ich von selbst drauf gekommen, nach dem, was ich da so gehört habe. War mir sofort klar, dass er ein Herumtreiber ist. Der hatte irgendetwas Mieses vor. Und so was muss es gewesen sein. Danke. Haben Sie Mr. Parks endlich davon überzeugt, ihn zu offenbaren, wie... Oh ja, Ma'am. In seinen Akten stehen mindestens 100 Leute, die ihn am liebsten umbringen würden. Aber eigentlich wollte ich Ihnen was von dem platten Reifen erzählen. Platter Reifen? Den von Miss Davis, wissen Sie noch? Es ist nämlich so. Bei uns wird er einfach nicht platt. Wir haben alles versucht. Wir dachten vielleicht, er hätte einen Haarriss. Aber die ganze Zeit gab es nicht einmal eine Blase. Aha, das klingt ja ungemein interessant. Ja, Ma'am, es bedeutet nämlich, dass ich mich geirrt habe. Dass Miss Davis Tod ein Irrtum war, meine ich. Wie bitte? Nun, ich meine, wenn der Reifen in Ordnung war und er wurde ja auch bei der Wagenwäsche am selben Tag überprüft, dann muss jemand die Luft rausgelassen haben. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Es war gleich hinter dem Buchladen. Jemand muss sie beobachtet haben. Jemand muss gewollt haben, dass sie die Wagen tauschen. Denn nur so würde der Tod von Miss Davis wie ein Irrtum aussehen. Was soll's?
Ich sage Ihnen, was ich jetzt mache. Es war ein Irrtum, also muss ich noch mal von vorne anfangen. Sie sind unbezahlbar. Irgendein kleiner Bengel lässt die Luft aber aus einem Reifen und Sie... Aber die Ventilkappe war fest draufgeschraubt. Und wenn Kinder die Luft rauslassen, machen sie sie einfach ab und laufen davon. Aber da gibt's noch eine andere Sache. Zum Beispiel das Auto, das weggerast ist, kurz nachdem das Feuer ausbrach. Was ist damit? Wenn die Person aus dem Wagen tatsächlich das Feuer gelegt hat, ich will damit sagen, wenn die Sache ohne Zeitzünder abgelaufen ist. Glauben Sie wirklich, dass jemand, der so nah dabei stand, nicht gesehen hat, wer in Mr. Parks Wagen saß, nicht gesehen hat, dass es Miss Davis war, die sterben würde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nein, Ma'am. Ich habe mich von Anfang an geirrt. Sogar mein Chef ist der Meinung, dass es Miss Davis war, die der Mörder umbringen wollte. Eine clevere Idee, hm? Mr. Parks hat so viele Feinde, wir wären wahrscheinlich nie darauf gekommen. Lieber Inspektor, bitte entschuldigen Sie mich, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Aber Sie sind die Einzige, die mir jetzt helfen kann, Ma'am. Sie sind die Einzige, die etwas über Jean Davis weiß und was schlimmer ist. So leid es mir tut. Wer sonst außer Mr. Parks konnte wissen, wo sie an diesem Abend hingehen würde? Nur Sie. Ich glaube nach wie vor, dass Jeans Tod ein Versehen war. Es kann nur ein Irrtum gewesen sein. Bye-bye. Ich habe nur eine einzige Frage.